Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme. Guten Tag, mein Name ist Henning Schöttke. Ich lese aus meinem Roman Gulas Menü, erschienen im Stories & Friends Verlag. Das erste Kapitel heißt Himmel und Erde. Es beginnt mit Ulrikes Fahrt zur Entbindung. Dabei erinnert sie sich daran, wie sie Charlie kennenlernte und er Himmel und Erde für sie kochte. Charlie half Ulrike vor der Universitätsklinik Eppendorf aus dem Wagen und schnappte sich die Reisetasche. Sie kürzten über den schneebedeckten Rasen ab, zwei ältere Männer blieben stehen und schüttelten den Kopf. Das Wort Gammler wehte herüber und wenn Kinder Kinder kriegen. »Was will der Opa?« murmelte Charlie. Laut rief er, »Meine Herren, bitte etwas mehr Zurückhaltung gegenüber einer schwangeren jungen Dame.« Ja, Charlie ließ sich so schnell nichts sagen. Von Anfang an hatte Ulrike bewundert, wie sicher er in seiner Meinung war, wie freidenkend und kritisch. Als sie ihm vor 9 Monaten ihr Zimmer gezeigt hatte, hing zum Glück der Bravo-Starschnitt von Pierre Brice nicht mehr an der Wand. Charlie hatte genickt. Hübsche Bude. Er hatte sich auf die Kante ihres Bettes gesetzt, nach dem dort liegenden Stern gegriffen und das gerade aufgeschlagene Interview überflogen, in dem sich Oswald Kolle zu den Vorteilen der Antibabypille äußerte. Kolle, ach! Dieser pseudoliberale Spießer. Ulrike nahm ihm die Zeitschrift aus der Hand und ging lieber wieder in die Küche, weg vom Bett. »Das gab vielleicht ein Theater, als ich die Pille haben wollte«, sagte sie leichthin. »Und? Hast du sie gekriegt?« Die Szenen mit ihrer Mutter fielen Ulrike ein, die Streitereien um den Minirock und enge Jeans, das Gefeilsche um jede halbe Stunde, die sie länger in der Diskothek bleiben wollte. »Sie«, die sich nicht einmal bei der Pille durchsetzen konnte, kam sich neben Charlie, der schon bis Kathmandu gekommen war, ganz klein vor. »Na klar«, log sie. Ihr wurde mit einem Mal warm und sie dachte, wie schön es wäre, wenn Charlie sie anfassen würde. Das Apfelgelee stand schon im Kühlschrank, um steif zu werden. Sie schälten Kartoffeln, warfen sie in den Topf und brachten sie mit etwas Rinderbrühe zum Kochen. Während Charlie den Topf bewachte, ging Ulrike ins Wohnzimmer zur Musiktruhe. Sie legte 2, 3 Platten auf den Plattenwechsler, Stones und Cream, und rief in die Küche, »Magst du Donovan?« Da stand er schon neben ihr. Seine Finger rochen nach Blutwurst. Ulrike leckte sie spielerisch ab. Aus der Musiktruhe sang Donovan von Atlantis. »The continent of Atlantis was an island, which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean.« Die Erde verschwand. Und plötzlich lag Ulrike auf dem Rücken auf dem bunten, weichen Perserteppich im Wohnzimmer. Sie kam gerade noch dazu, Bluse und BH abzustreifen, den Rock schob sie einfach nur hoch und dachte, kann mich niemand hören? Hoffentlich waren alle Fenster geschlossen. Seine langen, blonden Haare strichen über ihren Bauch, ihre Brüste, dann ihr Gesicht. Der Mond lugte über Charlies Schulter so nah, sie hatte ihre Finger in seinen Rücken verkrallt, während die Fluten die Erde verschlangen, way down below the ocean. Ulrikes Wehen kamen mittlerweile in mächtigen, krampfartigen Wellen. Krankenschwestern und Ärzte liefen geschäftig ins Untersuchungszimmer herein und hinaus, maßen Ulrikes Blutdruck und untersuchten, wie weit sich ihr Muttermund bereits geöffnet hatte. Sie beantwortete mechanisch Fragen zu Vorerkrankungen und hatte dabei das Gefühl, in einer Art Traumzustand zu entschweben. Ein junger Assistenzarzt, der ähnlich lange Haare hatte wie Charlie, aber keinen Bart, schmierte Gel auf ihren hochgewölbten Bauch. Jetzt wird es ein bisschen kalt. Und fuhr dann mit einem Ultraschallgerät darüber. Neben Ulrike quoll leise summend ein mit Zickzacklinien bedeckter Papierstreifen aus dem Wehenschreiber heraus und erinnerte sie an Messgeräte aus dem Kontrollraum der NASA. In der Nacht zum 21. Juli 1969 waren Ulrike und Charlie schon etwas mehr als 3 Monate ein Paar gewesen. Angesichts des historischen Ereignisses der Mondlandung hatten Ulrikes Eltern erlaubt, dass Charlie bis spät in die Nacht bei ihnen fernsehen durfte. Er gab sich wie immer höflich und wohlerzogen. Bei der Landung der Mondfähre am frühen Abend saßen sie noch alle zusammen vor dem Farbfernseher. »Die Farbe wirkt ganz schön unecht«, flüsterte Charlie Ulrike zu. Gegen 22:30 gingen ihre Eltern zu Bett, da sie am nächsten Tag früh raus mussten. Aber nach dem Ausstieg gehen sie nach Hause, junger Mann. Auch wenn der Kuppeleiparagraf kürzlich geändert worden war, verharrte ihre Mutter weiterhin in der Vorstellung, sie könne ins Gefängnis kommen, wenn Charlie in Ulrikes Zimmer übernachtete.
Dabei war Ulrike keine 19 mehr, sondern schon beinahe volljährig. Nachdem die Eltern gute Nacht gesagt hatten, verzogen er und Ulrike sich in die Küche. »Soll ich uns noch was zaubern?«, fragte er wieder einmal. Ob er ihre Eltern wohl auch als pseudoliberale Spießer bezeichnete? Seit ihrem ersten Abend hatte Charlie noch oft etwas für Ulrike gekocht und fast immer wollte sie Himmel und Erde. Im ersten Programm überbrückten Spielfilme die Wartezeit bis zum Ausstieg, währenddessen stellte Charlie in der Küche das Apfelgelee kalt und säbelte Blutwurst in dicke Scheiben. Ulrike holte Olivenöl aus dem Schrank und fragte sich, wie konnte so etwas wie Blutwurst so unanständig gut schmecken, irgendwie fast schon pervers, und sie dachte, war dies bereits der Heißhunger der Schwangerschaft? Sie legte eine Hand auf ihren Bauch. Bisher hatte sie niemandem davon erzählt, nicht einmal ihren Eltern. Sie wollte dieses Kind unbedingt behalten. Anderthalb Spielfilme später pappte Charlie das Kartoffelpüree in 5 Markstück großen Häufchen auf einen Teller, gab auf jedes Apfelgelee und gebratene Blutwurst und streute mit großer Geste Kresseblättchen darüber. Als die beiden es sich mit diesen Happen wieder auf dem Sofa gegenüber dem Fernseher bequem machten, kuschelten sie sich aneinander und Charlie sagte, »Ich habe eine Überraschung für dich. Ein Kumpel von mir macht in Göttingen ein Studentenlokal auf. In der Nähe der Uni, astreine Lage. Der braucht noch einen Koch.« Er küsste sie enthusiastisch. »Da werde ich mich beteiligen.« Ulrike hatte ihm durch die Haare gestrichen. »Ich muss dir auch was sagen. Ich war vor 3 Wochen bei meinem Gynäkologen.« Auf den Tag und sogar die Stunde genau 6 Monate, nachdem Neil Armstrong seinen Fuß in den Staub des Mondes gesetzt hatte, bäumte Ulrike sich jetzt im Kreisbett auf. Sie verlor nicht einfach nur jegliche Kontrolle, ihr Leib ergab sich vollkommen. In einem Schmerzsee treibend, nahm sie weder richtig wahr, dass ihre Fruchtblase platzte, noch wie Fruchtwasser aus ihr hinausströmte. Mit rotem Gesicht, rotem Hals und roter Brust verkrallte sie die Hände in ihren Krankenhauskittel und presste so sehr, dass ihr Blutstropfen aus den Poren drangen. Und während Charlie unten im Hof des Krankenhauses durch den Schnee stapfte und erst 5 Zigaretten rauchte und dann einen Joint, machte oben ein lebhaftes, vollständiges Mädchen so blutig schön einen kleinen, riesigen Schritt. Die Hebamme sagte später, sie sei niemals wieder so angeschrien worden wie von diesem Kind. Ulrike und Charlie nannten sie Gula. Den Namen hatte Charlie ausgesucht. Er behauptete, so heiße eine indische Göttin.